Das haben wir auch alles. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ihr wundert euch sicherlich, dass es jetzt schon das zweite Video diese Woche gibt. Aber gewöhnt euch nicht dran. Diese Woche ist eine kleine Ausnahme. Er lässt mich rein, das ist aber äußerst nett. So. Ja, wir haben heute mal so einen kleinen Nightfly. Aber ich denke mal, damit werdet ihr auch klarkommen. Ja, wir sind weiterhin auf dem Weg nach England. Und auch dieses Mal werde ich mich nicht beschweren darüber, dass wir nach England fahren. Weil auch dieses Mal gilt, den Ball schön flach halten. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen aufpassen, was Bärbel hier zu mir sagt. Aber sie liegt nämlich an einer Stelle nicht richtig. Und ich will mich jetzt hier nicht verfahren. Die Nacht war ein bisschen unruhig. Ich habe jetzt nicht ganz so gut geschlafen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich so ein klein bisschen aufgeregt bin. Ja, und das meinte ich nämlich. Hier sagt sie nämlich links halten und Ausfahrt links nehmen. Und das ist nämlich falsch. Und ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, warum ich so ein bisschen schlecht geschlafen habe. Weil da ist doch so ein bisschen die Vorfreude jetzt, die reinkickt. Und ich meine, ich muss ja auch wirklich sagen, mein tiefster Dank geht ja echt an Marian, dass der da meine Kapriolen gerade ein bisschen mitmacht. Und er hat es ja auch, wie er selbst sagte, schon geahnt. Ja, du bist auch so ein Held. Ja, jetzt zieh vorbei. Ich gerade den vor mir als Held bezeichnet habe, da sind wir auch an einem Punkt, den ich ganz gern mal ansprechen wollte. Nein, wir fahren geradeaus. So, was hast du da vorne für ein Problem?
Aber wo war ich stehen geblieben? Ach ja, was ich ansprechen wollte. Wir machen ja hier unsere Videos. Und auch wenn ich jetzt in meinem Fall hier zum Beispiel angebe, dass diese Videos nicht speziell für Kinder gedacht sind, versuche ich doch sehr, sehr stark darauf zu achten, wie ich mich ausdrücke. Und dass ich nicht irgendwie wild fluchend hier durch die Gegend fahre, sondern da wirklich versuche, mein Vokabular dementsprechend anzupassen. Klar ist man mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen am Meckern, aber man sollte immer auf die Wortwahl achten. Weil es braucht bloß irgendjemand mal das Video. Da hat jemand ein gutes Beispiel gebracht. So ein Mann von irgendjemandem guckt dieses Video. Der Papa kommt rein und man hört, wie irgendein derbes Schimpfwort von sich gegeben wird. Das sind so Sachen, das geht nicht. Man muss ein bisschen darauf achten, was man so von sich gibt. Ich will jetzt hier nicht der Moralapostel sein und da jetzt sonst was von mir geben. Und auch wenn es der ein oder andere vielleicht nicht so gleich erkennt. Wir haben hier mit unseren ganzen Sachen, die wir hier machen, auch eine gewisse Art von Vorbildfunktion. Und wir machen das Ganze öffentlich. Und wenn ich jetzt hier am Rumfluchen und Rumschreien bin, damit wird keiner glücklich. Darum sollte euch mal auffallen, dass bei mir doch mal irgendwie was Derberes rausrutscht. Sagt es mir ruhig. Ich versuche es ja schon immer nicht vorkommen zu lassen, aber vielleicht rutscht mir was raus. Wie gesagt, dann sagt mir gerne Bescheid. Ja, so viel dazu. Jetzt wieder zurück zur Story. Wir sind gleich auf der Fähre. Das ist schon mal sehr schön. Dann haben wir es nämlich nicht mehr weit bis zum Ziel. Da dann abladen, neu laden und wieder zurück. Wir haben das Ticket schon gelöst. Das ist schon alles geklärt, deswegen kann ich jetzt hier nämlich auch schon an der Schlange vorbeifahren. Route neu berechnen. Du brauchst nichts neu berechnen. Ein bisschen vorsichtig fahren hier, weil nicht auf den letzten Metern noch irgendwas kaputt machen. Ja, ich freue mich ja gleich in Dover auf diese Steigung da nach dem Hafen. Das kann ja wieder was werden. So, dann würde ich mal kurz fragen, wo ich hier genau hin soll. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir drüben von der Fähre runterfahren. Also bis gleich. Kamera müsste wieder laufen. Und damit willkommen zurück. Die Fährfahrt, da habt ihr nichts verpasst, da war nichts wirklich Wildes bei.
ging auch relativ zügig. Und diese Steigung hier meinte ich, das wird jetzt gleich lustig. Autsch. Aber ich wusste, da kommt einer. Ah, das ist. Jetzt aber. Sieht, dass ich raus will, aber lässt mich nicht vor. Aber wir haben es ja zum Glück hingekriegt. Und wir haben englischen Boden unter den Reifen. Die hatten mir auch gleich schon in der Mitteilung gesagt, wo ich hin soll. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Und ich bin nämlich der Erste, der hier heute auftaucht. Und das ist schon mal äußerst hervorragend. So. Wollen wir uns mal schön an die Rampe ranstellen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann bauen wir die Kiste mal aus. So, dann gehe ich mal zu dem Kollegen dahin, kläre das alles und wir sehen uns gleich wieder. Allerdings sehen wir uns dann, das sieht man jetzt von hier nicht, aber da drüben. Da müssen wir nämlich wieder laden. Also, bis gleich. Good morning, Sir. So, Türen sind zu. Dann wollen wir mal wieder starten. Ja, wir sind hier bei Transinet. Haben jetzt hier schon gleich wieder neu geladen. Und jetzt geht's auf Richtung Dresden. Wo wir heute natürlich nicht mehr ankommen werden. Leider Gottes. Zumindest nicht mit legalen Mitteln. Biege nach links ab.
Und den Kollegen lassen wir noch durch. Es war ein relativ kurzes Gastspiel hier in England. Aber das wird nicht so bleiben, weil ich denke mal, ich werde wohl doch noch das ein oder andere Mal hier nach England rüberfahren. Bleiben wir gleich mal hier auf der rechten Spur, weil da vorne müssen wir eh wieder rüber Richtung Fährhafen. Und das Schöne ist ja, ich habe bisher kaum Fahrzeit verbraucht. Die Fähre, das Abladen, Neuladen. Kann ich also noch schön auf der anderen Seite wieder noch ein Stück fahren. Wenn wir denn hier runterkommen. Aber dann machen wir uns einfach wieder ein bisschen breit. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Kollegen, der wir beachten das jetzt nicht. Da war ein Schlagloch, ganz einfach. Nur für alle, die es interessiert, wir sind mit Wasser beladen. Und davon genug. So. Dann werde ich hier jetzt nochmal wieder alles klar machen. Und das wird auch der letzte Schnitt in diesem Video sein. Also bis gleich, wir sehen uns drüben. Und willkommen zurück in Calais. So, wollen wir uns hier mal wieder rausschlängeln. Du brauchst keine neue Route finden, weil hier gibt es nichts Neues zu finden. Und auf Rückfahrt müssen wir jetzt auch noch mal kurz ein bisschen aufpassen, weil da sagt sie nämlich auch wieder an einer Stelle die falsche Richtung voraus. Gucken, dass wir jetzt hier dann vernünftig rauskommen. Bin ich dann auch froh, wenn wir wieder auf der Autobahn sind. Und wir wieder schön Meter machen können.
Aber hier muss man ja immer noch so ein bisschen aufpassen. Man kommt sich hier immer so ein bisschen vor, als ob man hier irgendwie aus so einem Gefängnis rausfährt mit dem ganzen Stacheldraht und dem ganzen Kram. Aber das hat ja seinen Grund. Gleich haben wir es geschafft, dann sind wir wieder auf der guten Autobahn. Und du bleibst stehen. Tempomat wieder rein und Feuer frei. Ja, der ein oder andere unter euch, der kann das vielleicht nicht nachvollziehen, warum, wieso, weshalb jetzt hier schon wieder ein LKW-Wechsel ansteht. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich hätte damit auch nie gerechnet, dass Marian das so schon längst geplant hat. Aber ich freue mich nach wie vor sehr. Und das meinte ich, sie sagt hier bitte rechts halten, nur ich muss hier links rum. Ich bin ja auch, wie ich zu der East North gekommen bin, bin ich da ja auch schon den 106er gefahren. Und den bin ich ja auch wirklich sehr, sehr gerne gefahren. Und da muss ich auch wirklich sagen, da ist so die Liebe zu DAF so ein bisschen ja, entbrannt, will ich mal sagen. Dann hat der Chef mich ja gefragt, ob ich Scania haben will. Und da war ich ja auch erst Feuer und Flamme für. Aber es war auch ein schöner LKW. Da kann man nichts zu sagen. Es hat Spaß gemacht, auch das V8-Geblubber, das war mal wieder herrlich. Aber es war nicht so wirklich mein LKW. Und dann kam halt die Frage, zur MBT zu wechseln. Ja, und was mich da wirklich geritten hat, dass ich gesagt habe, ich möchte den Renault haben. Nennen wir es einfach geistige Umnachtung. Dass dieser LKW gar nicht der MBT gehört, sondern der East North. Und ich den quasi jetzt nur eingefahren habe für den nächsten Fahrer oder für den Käufer, weil ich damit gekriegt habe, das Ding soll ja verkauft werden. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen.
Klar, da werde ich jetzt zwar auch in Absprache mit Marian dann vielleicht ein bisschen was dran machen, aber ich denke mal, das wird jetzt nicht so werden wie hier bei dem Renault. Und vor allen Dingen das Gute ist ja auch, und das war ja, denke ich mal, auch mit Marians Plan, das ganze Unternehmen MBT wieder quasi Sorten reinzukriegen. Weil so wäre jetzt ein DAF gefahren, ein Renault gefahren, gute MAN fährt noch von Jeff. Da weiß ich auch gar nicht, ob Jeff den MAN weiterfährt oder ob er auch schon bei Marian an der Tür gekratzt hat. Ja, den Jeff habe ich ja letzt knapp verpasst, was sehr schade ist. Den hätte ich ganz gern auch mal getroffen. Also Jeff, falls du das hier siehst, ich bin morgen in Dresden. Wenn auch nur kurz, weil dann bin ich auf dem Weg nach Leipzig. Aber ich bin erstmal in der Nähe. Aber ich glaube, du bist auch gerade wieder ganz woanders. Komme ich jetzt sowieso noch nicht rüber. Und das war so klar. Erstmal schön den LKW ausbremsen. Jetzt gibt er auch noch Gas, aber ich glaube, wir müssen sowieso hier links bleiben. Aber jetzt können wir rüber. Ich weiß ja auch, wo ich heute komme. An dem Autohof war ich sogar schon öfter mal. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich dann beim ersten Kunden mit dem neuen bin. Was der dann zu mir sagt, wenn ich da, wenn es jetzt IKEA wird, der wird dann auch denken, ich habe hier alle Latten am Zaun. Erst komme ich dann mit dem Renault an und in der nächsten Fahrt komme ich dann auch einmal mit dem anderen LKW an. Da vorne war doch irgendwas um die Ecke. Das wird doch gerade. Na, Polizei. Warte rein, ich dachte, da wäre ein Unfall. Komm, das schaffst du. Meine Damen und Herren, zur rechten Seite sehen Sie das Atomium.
Der Plan sieht wie folgt aus. Morgen in Dresden das Gespann hier abstellen. Dann schmeiße ich mich in den Mietwagen und fahre nach Leipzig. Ich werde euch im Leihwagen nicht mitnehmen, weil die kurze Strecke, die fahre ich da so rüber. Wir würden uns dann wieder in Leipzig sehen. Uns da dann halt noch das neue Gefährt angucken. Ich denke mal, dann kriege ich ja eh noch eine kleine Schulung auf das Ding. Und da muss ich gucken, ob ich solo damit zurückfahre oder ob die Dispo sich da schon was hat einfallen lassen, dass ich da irgendwie halt, wir müssen hier lang. Das wäre es doch fast gewesen. Ob ich denn da irgendwie einen Fremdauflieger irgendwie ziehe? Ich denke mal, es wird da drauf hinauslaufen. Und dann geht es halt zurück. Da muss ich sowieso nochmal fragen, ob es dann nach Erfurt geht oder nach Dresden. Aber ich denke mal, das wäre dann ja eigentlich egal. Außer es gibt halt noch irgendwelche Neuerungen, von denen ich nichts weiß. Und da muss ich sowieso noch abklären, ob ich diesen Auflieger weiterziehe, weil dann müsste ich ja zurück nach Dresden, oder ob ich erstmal die Fremdauflieger ziehe oder gar einen eigenen Auflieger kriege. Kann ich mir aber noch nicht so ganz vorstellen. Aber das werden wir alles noch sehen. Die Aufregung steigt zumindest. Ich meine, Marian sein habe ich ja schon gesehen. Sehr schön, also das gefällt mir, was ich da gesehen habe. Und darum freue ich mich da auch schon wirklich sehr drauf. Aber das wird dann zum Glück auch für lange, lange Zeit das letzte Mal sein, dass ich einen LKW umrollen muss.
Hoffnung, dass ich den Renault hier so schnell wieder verlasse, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ich bin dabei, mich links zu halten. Du hast noch lange genug Zeit gehabt, rüberzufahren. Knallkorb. Und du ziehst doch auch gleich auf die Auto. Jo, ich wusste es. Alle Lack gesoffen heute. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr euch vielleicht gewünscht hättet, dass ich mehr in England unterwegs bin oder weiter rein muss. Aber ich kann euch beruhigen, das wird definitiv noch kommen. Ich glaube, jetzt müsste auch bald unser Autohof kommen, in dem wir dann für heute Feierabend machen. Dann heißt es nur noch einmal schlafen. Was würde ich für eine zweite Fahrerkarte geben? Nee, das bleibt hier alles schön legal, so wie es sein soll. Nichts mit zweiter Fahrerkarte oder irgendwelchen Manipulationen. So fangen wir erst gar nicht an.
rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Wo kommt sie? Es ist verhältnismäßig wenig heute auf der Autobahn los. Da hatte ich schon mal mehr erlebt. Aber ich sollte es noch nicht zu laut sagen, weil das dicke Ende kommt vielleicht gleich noch. Und da ist das Schild, was ich erwartet habe. Autohof. Und das ist nämlich unser Ziel für heute. Jetzt gescheppert. Denn du bist auch hier kurz entschlossen, oder? Neue Route finden. Du brauchst keine neue Route finden. Ich weiß, wo ich hin will. Die kennen mich ja auch schon, allerdings eher mit einem Scania. Wir stellen uns schön hier an die Seite hin. Und machen dann für heute hier Schicht im Schacht. Dann werde ich mir jetzt hier nochmal so ein bisschen die Beine vertreten. Da vorne gleich nochmal schön was essen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir die letzte Etappe antreten. Also bis dahin, tschüss.